Wir wollen wieder eine Runde Brüche subtrahieren, also voneinander abziehen, minus rechnen. Aufgabe, löse die folgenden Subtraktionsaufgaben. Drei Teilaufgaben haben wir hier also. Erste Aufgabe lautet wie folgt, 5 Siebtel minus 3 Siebtel. Wir haben ja gesagt, beim Subtrahieren von Brüchen starten wir wie beim Addieren. Wir schauen uns erstmal an, sind die Nenner gleich? Sind diese Brüche gleichnamig? Und hier sehen wir schön, dass es in der ersten Aufgabe der Fall ist. Ne? Denn wir haben jeweils den Nenner 7. Das ist ganz zauberhaft, weil dann können wir einfach die Zähler subtrahieren. Können also rechnen 5 minus 3. 5 minus 3 ist 2. Siebtel können wir als Nenner stehen lassen und haben hier schon die fertige Lösung. In der zweiten Aufgabe sind die Nenner noch nicht gleich. Hier haben wir nämlich 14 und 7. Diese beiden Brüche sind noch nicht gleichnamig. Die sind noch nicht gleichnamig. Wir müssen einen Bruch so umformen, dass beide Nenner gleich sind. Welchen Bruch können wir hier umformen? Na klar, den zweiten. Wir können nämlich hier mit 2 erweitern, denn 7 mal 2 ist 14. Und dann haben wir eben im zweiten Bruch auch den Nenner 14. Der erste Bruch, der bleibt so stehen, ne? 5 Vierzehntel. Und beim zweiten habe ich dann 2 mal 2 ist 4 und 7 mal 2 ist 14. Und jetzt kann ich sehen, dass also beide Nenner gleich sind, nämlich beide 14. Wunderbar, denn jetzt kann ich die Zähler voneinander abziehen, kann also die Zähler subtrahieren und bin dann schon fertig. 5 minus 4 ist 1 und 14 als Nenner bleibt stehen. 1 Vierzehntel. Letzte Teilaufgabe, 4 Sechstel minus 1 Halb. Ich sehe wieder, die Nenner sind nicht gleich, die beiden Brüche sind noch nicht gleichnamig. Kann ich denn jetzt einen Bruch so erweitern, dass wir die gleichen Nenner haben? Oder kürzen? Kann auch kürzen. Aber hier würde ich noch erweitern, und zwar den zweiten Bruch mit 3. Denn 2 mal 3 ist 6. Der erste Bruch bleibt also so stehen. 4 Sechstel. Und dann habe ich minus. 1 mal 3 ist 3. Und 2 mal 3 ist 6. Wichtig ist immer, dass du Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multiplizierst beim Erweitern. Das ist sehr wichtig, sonst veränderst du den Wert des Bruches. Was wir jetzt schön sehen können, wir haben den gleichen Nenner, nämlich 6 jeweils. Und jetzt können wir wieder die Zähler voneinander abziehen, rechnen also 4 minus 3. Das ist 1, Sechstel bleiben wieder stehen. Unsere Lösung heißt ein Sechstel. Brüche subtrahieren funktioniert also so ähnlich wie das Addieren von Brüchen. In Step 1 musst du die Brüche gleichnamig machen. Step 1 also, erzeuge gleichnamige Brüche. Erzeuge gleichnamige Brüche. Step 2, subtrahiere die Zähler. Subtrahiere die Zähler. In Step 3 kannst du noch gegebenenfalls kürzen, das hier aber nicht so wichtig. Merk dir gerne, Step 1, gleichnamige Brüche erzeugen. Step 2, Zähler subtrahieren. Wenn du noch ein bisschen üben möchtest, dann schau dir gerne die Aufgaben unter diesem Video an. Ich habe sie dir in einem Kommentar angepinnt. Sende mir deine Lösung gerne in einem Kommentar. Ja? Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.